Also die größte Änderung hat in mir selber stattgefunden. Durch den Prozess, der damals durch Sörens Initiative angestoßen wurde und Impulse, die ich aufgegriffen habe, mit ihm besprochen habe, mit anderen besprochen habe, die Ergebnisse gesehen habe, hat sich was in mir in Gang gesetzt. Welche Impulse waren das? Und Also, welche konkreter? okay. Welche? Beispielsweise die Ermutigung, sich selbst zu exponieren. Es gab da einen Mail-Thread, ein Mailing, das von unserem Finanzvorstand kam, wo es noch wirklich spürbar eine Hemmung gab, darauf offen zu antworten. Und da war ich einer der Ersten, die darauf geantwortet haben, in aller Offenheit, auch gesagt haben, was mir nicht passt und was vielleicht auch anderen nicht passen könnte. Und so, das war so die Ermutigung nach diesem sich exponieren, war so ein Impuls, der mir gezeigt hat, dass es erstens nicht wehtut, zweitens dem Kollektiv unheimlich gut tut, wenn man es macht, wenn man den Mut hat. Und das Zweite war, oder ein weiterer Impuls war, dass ich beispielsweise ihm gefolgt bin bei seinem Twittern. Also ich habe, als er mir das erzählte, dass er twittert, gedacht, was macht er da? Das ist doch großer Humbug. Und wollte eigentlich, oder habe es mir angeguckt, um irgendwie mir zu beweisen, dass das TINF ist, dieses Zeus. Ja, und nach ein paar Tagen fing ich dann auch an zu twittern, weil ich relativ schnell erkannte, dass zwischen uns und, also zwischen Sören und mir und den anderen, denen ich gefolgt bin, was entstand. Oder ich ein besseres Bewusstsein der Person hatte. Und später im Laufe der Zeit auch ganz viel Mehrwert dadurch entstand. Der sich wie zum Beispiel ausdrückt, dieser Mehrwert? Also, einfache Geschichte: Wir fingen irgendeinen Samstagmorgen an, über Firmenstrategie oder über dieses, dass es Leute geben muss, die sich exponieren müssen und warum sie es so schwer haben, gegen diese Macht in einem Unternehmen, die konservativ auf dem, was sie hat, ihrem Status beharrt, bleiben möchte, wie man dagegen ankommt, was man tun muss, um mehr Leute mitzureißen. Und irgendwann sagte ich dann, eigentlich würde ich das Thema gerne mit euch bei einem Bier besprechen und zusammensitzen. Und Sören hat dann in seine Wohnung eingeladen und am Abend waren wir 9 Leute. Und es ging vom Direktor bis zum Entwickler, über mich, da waren noch andere Entwickler. Und wir hatten einen sehr, sehr anregenden Abend und sehr schönes Gespräch über die Firma. Und das entstand durch eine solche kurze Meldung, nämlich dass einer seinen Frust in Twitter abgeladen hat und gesagt, warum zum Teufel sind die alten Kräfte so stark? Und dadurch entstand was Gutes.